Als ich am Wochenende das erste Mal in den Nachrichten von dieser Tat hörte, dann haben mich zwei Dinge berührt. Sie haben mich fassungslos gemacht. Fassungslos gemacht, dass wenn Menschen auf ein Fest gehen, um miteinander zu feiern, um einen schönen Abend zu haben, einfach dann nicht mehr da sind, weil sie angegriffen werden, weil sie getötet werden von Terroristen in diesem Land. Und das lässt mich weiterhin fassungslos zurück. Und diese schreckliche Tat ist tatsächlich kein Anlass und sollte kein Anlass sein, das irgendwie zu versuchen zu instrumentalisieren. Und es muss dabei bleiben, bei der ganzen Debatte, die wir hier führen, geht es darum, dass wir im Sinne der Opfer und im Sinne der Angehörigen diskutieren und die Gedanken auch bei ihnen sind. Das gebietet der Anstand. Und wenn wir über den Terror des IS reden, des Islamischen Staates, dann müssen wir doch darüber reden, was ist eigentlich Ziel dieser Terroristen. Sie wollen die freie Gesellschaft angreifen. Sie wollen die Vielfalt und die Demokratie in diesem Land angreifen. Und deshalb sind diese Terrorangriffe Angriffe auf uns alle. Der Islamische Staat hat mit diesem Terrorangriff das Ziel, diese Gesellschaft zu spalten und Angst zu verbreiten. Angst zu verbreiten übrigens auf allen Seiten. Auf der Seite derer, die hier in diesem Land geboren sind, genauso wie auf der Seite derer, die hier zu uns gekommen sind und geflohen sind vor dem islamistischen Terror. Der Islamische Staat will genau das, was gerade in diesem Land passiert und was die AfD und auch andere Parteien in diesem Land in unterschiedlichen Ausprägungen jetzt immer wieder versuchen. Sie versuchen darzustellen, dass sie wollen den Muslimen zeigen, dass sie im Westen nichts wert sind, dass sie sich anstrengen können, wie sie wollen, dass sie sich integrieren können, wie sie wollen, aber am Ende sind sie die Bösen und sind sie eine Gefahr für den Westen. Das will der Islamische Staat darstellen. Genauso will der Islamische Staat, dass die Muslime das Gefühl haben in diesem Land, dass sie Verbrecher sind und dass sie Straftäter sind, dass sie weiter diskriminiert werden, weil nur dann wird der Islamische Staat tatsächlich stärker. Und die Debatten der letzten Tage, und damit meine ich auch die demokratischen Parteien in diesem Parlament, die Debatten der letzten Tage zeigen aus meiner Sicht, wie groß die Gefahr ist, dass Sie und auch alle anderen in die Falle des Islamischen Staates laufen. Denn dass Sie aus einer Terrordebatte eine Asyldebatte machen, ist genau das, was der Islamische Staat will. Er will die Demokratie aushöhlen und deshalb hören Sie auf damit. Machen Sie aus dieser Terrordebatte keine Asyldebatte, sehr geehrte Damen und Herren. Denn am Ende wir müssen zeigen, dass diese Demokratie stärker ist als der Terror. Wir müssen beweisen, dass diejenigen, die das Leben hassen, und das tut der Islamische Staat, dass wir deutlich machen müssen, wir achten das Leben und wir lieben das Leben. Und das bedeutet, wir müssen solche Taten natürlich möglichst verhindern. Aber es gehört auch zu einer freien Gesellschaft dazu, dass wir niemals zu 100% garantieren werden können, dass Verbrechen in diesem Land stattfinden. Und übrigens egal, woher der Täter kommt oder wohin er geht. Und deshalb müssen wir doch gerade darüber diskutieren, wie verhindern wir Radikalisierung? Wie verhindern wir es, dass Menschen sich radikalisieren, religiös radikalisieren und dann hier durch die Gegend laufen und Menschen umbringen wollen. Wir müssen über die Finanzierung von radikalen Moscheegemeinden und radikalen Predigern reden, ohne Frage. Wir müssen darüber reden, wie wir es endlich hinkriegen, rechtsfreie Räume in diesem Land, zum Beispiel in den sozialen Medien, bei Telegram oder anderen Messengern, endlich zu verhindern. Und am Ende müssen wir über Integration reden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer nicht über Wohnraum reden will, wer nicht über Integration in Arbeit reden will, der redet dann eben über Messerlängen und Waffenverbotszonen. Das hilft doch aber alles nicht. Waffen sind auch jetzt schon verboten auf solchen Festen. Und deshalb auch Abschiebungen, Messerlängen, Waffenverbote, die schon längst möglich sind, auch Waffenverbotszonen, die in Brandenburg seit 6 Jahren möglich sind, hätten das alles nicht verhindert. Und deshalb sage ich Ihnen,
Wir können nicht all die Menschen verantwortlich machen für diese Tat, die vor dem islamistischen Terror selbst geflohen sind. Und wer jetzt sagt, Aufnahmestopp aus Syrien und Afghanistan, der tut genau das, was der islamische Staat will, nämlich diese Menschen dem islamistischen Terror zum Fraß vorwerfen. Und deshalb hören Sie auf mit diesen Forderungen. Herr Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, nein. Und wenn dann hier von Notstand geredet wird in diesem Land, Herr Redmann, Ihr Vorsitzender redet von Notstand, den wir hätten. Es kann doch nicht Ihr Ernst sein, jahrzehntelang die Infrastruktur, die soziale Infrastruktur in diesem Land kaputt sparen, alles auf dem Basar privatisieren und verkaufen und jetzt von Notstand zu reden. Ich glaube, das Einzige, was Herr Merz in den letzten Tagen hier mit seinen Forderungen klargemacht hat, dass er selbst einen Notstand hat, wenn es darum geht, die Verfassung dieses Landes zu verteidigen oder überhaupt zu verstehen. Das Asylrecht ist eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und darf nicht angegriffen werden. Und dass genau diese Debatte, die jetzt hier stattfindet, der AfD hilft, das erleben wir jetzt. Und die Antwort der AfD, die kommt ja jetzt um die Ecke. Und man muss es mal so klar formulieren, das, was Sie wollen mit Ihrer Forderung, die Herr Keller ja zu Recht angesprochen hat, Vereine hier zu bekämpfen, nichts anderes ist es ja, die Gemeinnützigkeit aberkennen zu wollen, das ist der Versuch einer Gleichschaltung. Das ist der Versuch einer Gleichschaltung im Sinne der AfD. Und das ist Faschismus, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt erklären Sie doch mal den Menschen in Brandenburg, was genau ein Verbot von Regenbogenflaggen, was genau ein Verbot von Regenbogenflaggen gegen den Terrorismus tun könnte. Ich sage Ihnen, Sie spielen das Spiel des islamischen Staates, nämlich die wollen die Regenbogenflaggen genauso wie Sie verbieten, weil die nämlich auch gegen die Vielfalt sind. Und deshalb hören Sie doch auf mit diesen Forderungen. Und gleichzeitig, und das ist es so, Betretungsverbot für öffentliche Veranstaltungen. Betretungsverbot Betretungsverbot für Sie, Frau Kotré. Und da sage ich Ihnen, wissen Sie, ich frage mich, ist mir schon völlig klar, dass Sie Menschen wieder einteilen wollen und dass Sie Menschen höchstwahrscheinlich dann auch kennzeichnen wollen, weil wie wollen Sie das dann durchsetzen? Wie wollen Sie das dann durchsetzen? Ich sage Ihnen, vielleicht mit einem A an der Brust, weil der gelbe Stern ist ja schon für etwas anderes in Verwendung gewesen, Herr Holoch. Ne, es ist nicht witzig, sondern es zeigt einfach die Folge Ihrer Politik. Sie wollen nichts anderes als den Faschismus in diesem Land einführen und wollen Freiheitsberaubung hier leisten. Das wollen Sie. Und deshalb, Herr Holoch, mal ganz klar, Herr Holoch, wie wollen Sie das, was bedeutet das denn? Also soll die Partnerin oder die Frau von Alice Weidel oder zum Beispiel Frau Kahn-Holoch dann nicht mehr an der Baumblüte in Werder teilnehmen dürfen, Herr Holoch? Was ist denn jetzt die Folge des Ganzen? Und nein, es hätte diesen Terroranschlag eben auch nicht verhindert. Und deshalb sage ich Ihnen, diesen Vorschlag, den Sie hier machen, der stinkt gewaltig. Und der stinkt gewaltig nach Nürnberger Rassegesetzen, sehr geehrte Damen und Herren. Ganz gewaltig. Und mit diesem Vorschlag machen Sie deutlich, dass es Ihnen nicht um die Opfer geht, dass es Ihnen nicht darum geht, Terroranschläge zu verhindern, sondern heimlich, wenn Sie allein sind, und das ist ja nur öfter berichtet worden, freuen Sie sich doch über solche Anschläge. Sie freuen sich darüber, dass Menschen sterben, und deshalb tun Sie eines auch mit dieser Debatte und mit Ihren Reden und mit Ihrem Handeln. Sie tanzen auf den Gräbern der Opfer des islamischen Staates. Und deshalb sind Sie ein Verbündeter des islamischen Staates. Die AfD und der islamische Staat sind beides faschistische Ideologien, sind beides faschistische Organisationen, und Sie wollen diese Demokratie beseitigen. Und deshalb sind Sie Verbündete im Geiste. Ich muss Sie bitten, zum Ende zu kommen, Herr Abgeordneter. Und deshalb ist es so richtig, Sie haben von Grenzen ziehen gesprochen, Herr Holoch oder Herr Berndt, ich weiß es nicht. Und ich sage Ihnen, Grenzen ziehen, ja, das ist sehr richtig. Und es wird so bleiben. Wir als Linke werden immer eine Grenze ziehen gegen Demokratiefeinde in diesem Land. Egal, ob sie sich auf den Islamismus berufen oder auf den Faschismus. Wir werden diese Demokratie verteidigen, und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, heute haben Sie also sich erklärt, auf Grundlage einer Sondersitzung, die die AfD beantragt hat,
ohne dass sie das vorher auch hier dem Parlament vorher angekündigt haben und ziehen dann hier mal angebliche Konsequenzen. Das können sie alles machen, zeigt aber einfach nur, wie nervös sie sind. Und ich sage Ihnen, Sie machen hier einen großen, großen Fehler. Denn Sie stehen überall und auf Ihren Strohballenfesten und wo auch immer Sie unterwegs sind, was ich so lesen kann und beobachte, stellen Sie sich immer hin und sagen, Sie sind der Fels in der Brandung in Brandenburg für Stabilität und gegen den Rechtsextremismus und gegen die AfD. Und ja, natürlich auch für Sicherheit, Herr Woidke, und für alles andere. Das Problem ist nur, und das waren Sie tatsächlich mal, aber mit Ihrem Auftritt hier heute haben Sie bewiesen, dass Sie nicht der Fels in der Brandung gegen die AfD sind, sondern Sie lassen sich von der AfD treiben. Denn Sie übernehmen Inhalte, Sie übernehmen Argumente und Sie übernehmen auch die Politik der AfD, Herr Woidke. Und ich will Ihnen das nachweisen. Herr Woidke, ich weiß nicht, wer Sie da gerade berät. Aber ich sage Ihnen, einen Rechtsruck wird man nicht damit bekämpfen, indem man rechte Politik macht. Es hat noch nie funktioniert und wird auch weiterhin nicht funktionieren. Und Sie können doch nicht Herrn Stoltenberg zitieren und dann sagen, wir müssen mehr Demokratie wagen und dann sich hinstellen und sagen, naja, wir müssen dann noch mal so etwas wie einen neuen Asylkompromiss machen. Herr Woidke, ich kann nur sagen, dass wirklich Willy Brandt sehr, sehr froh war und froh sein konnte, dass nicht Dietmar Woidke damals Ministerpräsident in Norwegen war, als Willy Brandt Asyl wollte in Norwegen vor den Nazis, weil Herr Woidke, Sie haben es gerade gesagt, Sie wollen ganz locker mal wieder Menschen einfach an der Grenze abweisen. Gott sei Dank ist das damals Willy Brandt nicht passiert als Sozialdemokrat. Und deshalb haben Sie auch eigentlich diese Verpflichtung. Sie haben eigentlich die Verpflichtung, wenn Sie zum Beispiel eine Landrätekonferenz machen, die sicherlich immer gut ist, ja, dann reden Sie doch mal über Konsequenzen, die wirklich wichtig wären, die nämlich wirklich für einen starken sozialen Staat sorgen würden. Dann reden Sie doch mal mit den Landräten darüber, wann bekommen denn die Landkreise endlich die Mittel, die sie auch bekommen müssen und bekommen sollten und die ihnen auch versprochen worden ist, für die Unterbringung von Geflüchteten. Wann bekommen die Landkreise denn die finanziellen Mittel, die, wenn es um Integration geht? Wann kommen denn endlich die gesetzlichen Änderungen auch auf Bundesebene, dass wir es Asylbewerbern ermöglichen, sich in Arbeit zu integrieren ab dem ersten Tag? Wann bekommen die Landkreise und Kommunen in diesem Land denn endlich mal Fördermittel für den Kita-Bau, für den Schulbau? Wann bekommen die Landkreise endlich das Kita-Gesetz in diesem Land? Das würde für Sicherheit sorgen in Brandenburg und nicht das, was Sie hier erzählt haben. Sie machen Scheinlösungen auf, die sich jetzt gut anhören und von wo Sie auch bestimmt ganz viel Applaus für bekommen, aber es sind halt Scheinlösungen. Weil die Probleme vor Ort in den Kommunen werden dadurch nicht gelöst. Und Sie reden hier auch einer Notlage das Wort. Einer Notlage das Wort, die einfach überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Weil damit machen Sie auch die Arbeit derjenigen kaputt, die haupt- und ehrenamtlich jeden Tag nichts anderes tun, als zu versuchen, Menschen, die vor Krieg und Terror zu uns kommen, hier zu integrieren und hier ordentlich zu versorgen. Diese Arbeit machen Sie kaputt. Und deshalb sparen Sie sich dann auch Ihre Reden beim Bündnis für Brandenburg. Sparen Sie sich Ihre Reden, wenn Sie jetzt unterwegs sind mit dem toleranten Brandenburg. Herr Woidke, das Problem ist, es geht nicht darum, ob Sie recht haben oder ich recht habe gerade. Es geht auch nicht darum, dass wir sagen, dass es natürlich Herausforderungen gibt in diesem Land und natürlich auch Probleme in diesem Land gibt. Und dann müssen die auch gelöst werden und dann müssen wir die auch angehen. Aber das, was Sie machen, ist hochgefährlich. Weil Sie am Ende auch die Demokratie aufs Spiel setzen, weil Sie sehr wohl, weil ein Syrer, ein Terrorist, Menschen angegriffen hat und einen Terroranschlag hier gemacht hat, machen Sie nichts anderes als die AfD, die behauptet, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Syrer straffällig werden, höher ist als bei jeder anderen Bevölkerungsgruppe. Das ist hochgefährlich, Herr Woidke. Deshalb hören Sie auf. Lassen Sie mit uns gemeinsam die Demokratie verteidigen. Und das tun wir, wenn wir den Rechtsruck bekämpfen. Und das machen wir dann, wenn wir einen starken Sozialstaat haben, der den Menschen die Ängste nimmt und Sicherheit gibt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und eben nicht nach unten treten, sondern nach oben kämpfen, weil da sind unsere Probleme und nicht die Flüchtlinge oder Bürgergeldempfänger in diesem Land. Vielen Dank.